Okay, ich habe vorhin schon 15 Minuten Video gemacht zu dem heutigen Tag. Das ist, glaube ich, Fastentag 21, werdet ihr dann im Titel sehen. Ja, und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich jetzt mehr Ordnung in die Sache reinbringe, und zwar indem ich jetzt doppelt so viel Säfte trinke und mir die auch vorbereite, dass ich die also in einem Male direkt mache und dann halt stehen lasse. Ich werde dann circa ich verdünne die mit 30% zu 30% Wasser. Also mit dem Verdünnen werde ich circa 2 bis 3 Liter am Tag trinken an Saft, also 2 bis 3 mal 1 Liter ungefähr. Jetzt haben wir 18:30 Uhr, ich habe noch nichts konsumiert. Ich hatte vorhin Zirkeltraining gemacht, und da habe ich richtig gemerkt, wie krass die Fitness und die Leistungsfähigkeit vor allen Dingen stärker ist als vor der ganzen Zeit, wo ich so wenig gegessen habe. Also ich bin bestimmt von der Anstrengung her, jetzt nicht von der äußerlich messbaren Leistung in Form von Wiederholung oder sowas. Aber wenn man jetzt zum Beispiel 20 Wiederholungen schafft, macht dann aber 30, dann ist man nicht 50% leistungsfähiger. Es wird nämlich mit jeder Wiederholung immer anstrengender, anstrengender und anstrengender. Und mit dem Faktor gemessen bin ich circa 4 bis 5 Mal leistungsfähiger. Also ich habe vorhin mit 10,5 Kilo ein Zirkeltraining gemacht. Also es ist halt wenig Gewicht, habe da viele Wiederholungen genommen. Habe damit halt Bizeps Curls gemacht, Trizeps drücken, man sieht, mein Trizeps ist ziemlich klein. Und Seitheben habe ich gemacht. Und habe dann bei den Bizeps Curls und beim Trizeps drücken 30 Wiederholungen gemacht mit 10,5 Kilo und Seitheben 25 Wiederholungen. Nach der 15. Musste ich einen Arm weglassen und dann nochmal 10 Wiederholungen zu machen, weil die Stabilität in den seitlichen Bauchmuskeln noch nicht gegeben ist. Die muss ich noch trainieren. Ja, und ja, da habe ich vorher habe ich da immer 20 Wiederholungen gemacht. Also ich hatte schon mal halt mehr Wiederholungen gemacht, da hatte ich aber schon weniger gegessen, aber davor, wo ich noch ein Video darüber gemacht hatte, also ein Trainingsvideo, aber davor habe ich dann circa nur 20 Wiederholungen bei den jeweiligen Übungen mit dem Gewicht geschafft. Ja, und das ist auf jeden Fall jetzt meine Motivation. Ich hatte ja an einem Tag oder anderthalb Tage jetzt was gegessen gehabt, deswegen ist mein Gewicht, hat sich seitdem auch gar nicht verändert, ist immer noch so bei 75, 76 Kilo jetzt. Das ist auf jeden Fall eine krasse Motivation, nicht, ja, nicht mal davon abzukommen. Kochkost sowieso überhaupt nie mehr. Davon brauche ich 3 Tage, um zu entgiften. Und ich habe es halt auch gemerkt, dadurch, dass ich jetzt anderthalb Tage gegessen hatte, während des Fastens halt, davon, das ist das Wichtige dabei oder das Ausschlaggebende dabei, dass ich ja weniger Sport machen konnte. Ich hatte auch weniger Motivation dazu, und davor hatte ich halt auch das Barfußlaufen die Woche davor versucht. Das habe ich jetzt auch erstmal auf Eis gelegt, weil es ist einfach viel zu viel auf einmal, was ich da mir vornehme, weil die Ideen einfach auch viel zu krass viel werden. Entschuldigung, ich adjustiere das gerade ein bisschen mittiger. Ja, was würde ich sagen? Genau, deswegen hatte ich dann letztens auch deutlich weniger Sport gemacht, und ja, dadurch hat sich das Gewicht dann auch nicht mehr verändert, weil ich dann halt die Entgiftung viel weniger war, weil ich halt das meiste entgifte ich halt über Sport, über Bewegung, und das ist richtig krass, wie stark man da entgiften kann potenziell, besonders mit Ausdauersport und auch Kraftausdauersport, wo man halt immer weitermacht, dann merkt man auch, wie sich Giftstoffe lösen und so weiter, und dass es dadurch extrem anstrengend wird. Und wenn man da halt immer weitermacht, immer mehr Wiederholungen macht, dann wird die Entgiftung richtig, richtig krass. Und danach ist die Rückvergiftung, weil dann alles im Blutkreislauf ist, auch richtig krass. Und das ist dann gut, wenn man danach noch irgendwie leichtes Cardio macht, um das auszuleiten. Oder halt direkt einen halben Saft oder sowas trinkt ein bisschen und sich dann ausruht. Aber man kann da wirklich circa 1, 2 Wochen an sonstiger Entgiftungsarbeit mit überspringen sozusagen. Einfach mit richtig, 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 richtig hartem Training. Und deswegen will ich jetzt auch mehr Stabilität, sprich Ordnung halt reinbringen in die Sache, indem ich doppelt so viel Säfte trinke und mir auch die direkt fertig mache. Weil ich dann halt nicht wieder zurückfalle, was ich halt jetzt bin. Auch ich bin halt auch sportlich deutlich zurückgefallen und dadurch dann insgesamt auch. Ich bin nicht zurückgefallen, ich bin stehen geblieben, aber sportlich ein bisschen zurückgefallen. Und ich will halt endlich mal mit dem Sport halt richtig konsequent durchstarten. Und wenn ich halt mehr Säfte trinke, kann ich das auch allein auch schon mental mittelfristig und langfristig zu einem Lifestyle halt sozusagen umbauen. Ich will das jetzt auf jeden Fall mindestens 3 Monate durchführen und ausprobieren. Und sozusagen das rohe Vegane erstmal überspringen. Also hauptsächlich oder halt 100% durch die Säfte 3 Monate versuchen und dann gucken, wie es mir halt damit ergeht. Und das denke ich, das kann ich dann halt auch ziemlich gut durchhalten, wenn ich dann mehr Säfte habe und auch 2 Mal am Tag einen Saft trinken kann.
Wenn ich halt weniger Lust habe als diese 2, 3 Liter teils verdünnten Säfte, so ein Drittel, dann kann ich halt auch weniger konsumieren, aber halt nicht mehr. Aber es ist halt schon doppelt so viel wie vorher. Und ja, dann habe ich damit auch kein Problem und muss mich halt nicht immer dazu zwingen, was ich halt vorher gemacht habe. Oder halt, es war noch kein Zwingen, aber immer so, nee, ich, möglichst wenig und möglichst viel Sport machen, möglichst viel geistige Nahrung und so weiter. Aber das habe ich jetzt gemerkt, das ist noch zu viel für den Anfang. Es wäre vielleicht möglich, wenn irgendwo eine direkte Drohung wäre, dass die Welt geht ja quasi unter, aber dass sie ja so direkt vor den Augen so untergeht, dann wäre die Motivation vielleicht auch langfristig ausreichend, um da richtig durchzustarten. Man sieht es auch bei Sportlern, wenn die halt irgendwann aufhören im Sport, irgendwie alles erreicht haben und keinen Bock mehr haben, dann werden die auch krank, fett und ungesund. Und da habe ich halt keinen Bock drauf, das auf kleinere Ebene jetzt sozusagen übertragen, dass ich jetzt nach ein paar Wochen oder Monaten dann schon wieder sozusagen zurückfalle, weil ich das halt nicht dauerhaft durchhalten kann oder durchhalten will oder so. Und deswegen werde ich halt in der Form, die ich beschrieben habe, mehr Stabilität und Ordnung da reinbringen. Ja, ich habe, wie gesagt, heute noch nichts konsumiert. Kurz vor 7 haben wir. Ich habe mir Melonensaft dann heute Morgen gemacht. Und da steht jetzt im Kühlschrank 1 Liter Melonensaft und 1 Liter Karotten mit Karottengrün. Aber ich wollte auch mal versuchen, jetzt, nachdem ich den Karottensaft noch trinken werde, nur von Fruchtsaft mich zu ernähren, weil da weniger Mineralien drin sind. Das hört sich jetzt erstmal paradox an. Und es ist auch richtig, dass es beim Entgiften und so weiter und beim Saftfasten die Mineralien wichtig und sinnvoll sind. Aber ich wollte es trotzdem mal versuchen und mich dann ja, sozusagen feiner noch zu ernähren, dass ich möglichst, nicht möglichst, aber dass ich deutlich weniger Mineralstoffe drin habe. Und ich halte es halt immer noch für besser als Saftfasten, nicht Saft, ist ja Saftfasten, ich halte es immer noch besser als für Wasserfasten oder halt dieses Nullfasten zu machen. Das kann halt auch nichts Dauerhaftes werden. Und beim Saftfasten habe ich auch sowieso vor, das irgendwann in Zukunft oder dann halt vielleicht auch jetzt, weiß ich noch nicht, dauerhaft durchzuführen, dass ich halt nichts mehr esse, nur noch Säfte trinke. Da versuche ich jetzt halt sozusagen das Provegan zu überspringen, was ich halt aber niemandem empfehle, der diesen Weg gehen will oder halt auch den Weg der Entgiftung gehen will oder noch gehen wird, das ich jetzt noch nicht weiß. Und sogar Leute, die erfahrener sind, etliche Jahre das schon machen, also praktisch erfahrener sind und auch mehr theoretisches Wissen haben als ich jetzt darüber, denen kann man das generell auch nicht empfehlen, warum ich das mache und die Sachen überspringe, ist, weil ich wirklich krass über den Sport entgiften will und das halt auch schon tue. Und das ist dann halt so ein Konstrukt, was sich gegenseitig extrem stützt durch den Sport, kann ich viel krasser und schneller entgiften. Und durch die Ernährung habe ich viel mehr Stabilität, um regelmäßig den krassen Sport durchzuführen und durchzuhalten. Und wenn ich dann halt noch mehr als 3 Liter verdünnten Saft Bock habe, dann weiß ich genau, ich habe zu wenig Sport gemacht, zu wenig Energie sozusagen damit generiert. Zu wenig geistige Energie generiert. Oder geistige Nahrung zu mir genommen, um zu sagen. Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Richtwert in den 2, 3 Litern und ein ganz gutes Konstrukt, was man halt auch langfristig durchführen kann. Und danach sehne ich mich jetzt in Anführungszeichen sogar und freue mich auch richtig drauf. Wird man morgens halt immer die 2 Säfte machen, dauert dann circa eine halbe Stunde. Melone und Orangensaft kann man halt auch ohne irgendwelche Hilfsmittel machen. Ein Sieb für die Melone und halt eine Orangenpresse für den Orangensaft, aber halt jetzt nicht irgendwas Kompliziertes oder so. Das geht dann halt auch insgesamt recht schnell, ist halt auch günstig sogar. Ja. Also man kann wirklich richtig krass über den Sport entgiften. Also man kann wirklich eine Woche oder sowas mit einer Trainingseinheit, die richtig hart ist, richtig lange geht, wo man sich richtig in höhere Ebenen sozusagen katapultiert, kann man wirklich so eine Woche an restlicher Entgiftungsarbeit überspringen. Also überspringen hört sich an, als ob man etwas nicht macht. Also so ist es natürlich nicht gemeint, sondern die Arbeit von einer Woche sozusagen wird da erledigt, wenn man halt so viel in kurzer Zeit in dem Training schafft. Und deswegen habe ich eigentlich auch schon immer Training gemacht, um mich halt auf die nächste Ebene zu bringen. Um mich selber immer zu überwinden, um halt besser zu werden, mich zu überwinden, immer weiterzumachen, die Grenzen sozusagen auszureizen, immer maximal halt irgendwas zu machen, um schnellstmöglich weiterzukommen. Und ich habe halt jetzt auch wirklich endlich mal das Bedürfnis, nach all den Jahren dauerhaft im Sport so richtig krass was zu reißen. Und jetzt halt nicht immer ständig im Wochen- und oder Monattakt in anderen Dingen oder in der Ernährung jetzt halt immer weitermachen und immer neuer Umbruch und was Neues, und dann falle ich im Endeffekt im Sport wieder zurück. Deswegen will ich jetzt erstmal was Festes machen. Ich probiere es halt, wie gesagt, insgesamt 3 Monate aus. 3 Wochen habe ich jetzt mit nur Säften trinken. Und vielleicht auch, das muss ich mir halt noch überlegen und gucken. Also das mache ich erstmal jetzt nur Fruchtsäfte hauptsächlich. Oder je nachdem, wie ich halt Lust habe, aber dann vielleicht in erster Linie Fruchtsäfte, aber wenn ich dann halt doch mal Bock auf Gemüsesaft habe, dann mache ich das halt auch. Ich will halt mein Mentales weitestgehend damit entlasten, damit ich mich da nicht in den Arsch treten muss, ständig, täglich, stündlich. Und das verlagere ich, diese Disziplin aufzubringen, das verlagere ich dann ganz auf den Sport, damit ich da mehr zur Verfügung habe und das halt stabiler durchhalte. Und da will ich konkret in Zahlen halt dieses
ja, auf jeden Fall noch 38 Minuten auf 10 Kilometer laufen, wenn nicht 36 Minuten sogar. Also geht wirklich richtig krass ab. Ich bin wirklich so krass leistungsfähiger, dass das gibt's überhaupt nicht. Das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Ich habe die Tiefenreinigung ja noch gar nicht mit drin. Deswegen verlängere ich das auch, weil ich jetzt halt ein bisschen zurückgefahren bin und die Tiefenreinigung noch nicht stattfindet, obwohl die in Woche 3 circa bei den meisten stattfindet. Wenn ich jetzt die dritte Woche über habe. Die wird aber mir wahrscheinlich in der vierten oder fünften Woche erst stattfinden. Ja, im Kraftsport weiß ich noch nicht, weil momentan will ich halt wirklich die Entgiftung in erster Linie unterstützen und da ist ja, viel Wiederholung, Ausdauer und Kraftausdauer ist da für mich eigentlich viel, viel besser geeignet. Ich werde halt trotzdem, um keine Kraft zu verlieren, immer Kraft einstreuen und so weiter. Ja, wie gesagt, das Gewicht ist jetzt noch gleich geblieben in den letzten Tagen. Ich gucke mal, ob ich irgendwie auf 70 trotzdem runterkomme. Und genau, weil ich da 75 Kilo wiege, wollte ich die 75, also das eigene Körpergewicht über Kopf drücken Challenge machen. Da mache ich dann halt ein Video, wie ich dann irgendwie schaffe, 75 Kilo über den Kopf zu drücken. Oder halt die Trainingsversuche dahin auch schon, wenn ich mit 65 Kilo bin oder bei 70 Kilo. Demnächst wird auch eine Challenge gemacht im Vegan Strength, ich kann das englische Wort für Stärke nicht aussprechen, Strength, Vegan Strength Forum, ist auch eine Challenge bald in 2 Wochen oder so, 0,8 mal das Körpergewicht über Kopf zu drücken, so oft wie möglich, und der Rekord des ganzen Forums all time ist aber 15 Wiederholungen. Und vielleicht bin ich bis dahin auf 70 Kilo runter. Mal 0,8 wären 56 Kilo. Und 56 Kilo mal 15 könnte ich mir zutrauen, wenn ich ordentlich reinhaue und trainiere. Gucken, da werde ich dann halt ein Video zu machen, zu der ganzen Überkopfdrückgeschichte. Danach kommt halt noch die eigenes Körpergewicht Beuge-Challenge, also Kniebeuge. Dann wahrscheinlich mit 70 Kilo. 100 Wiederholungen, das dürfte kein Problem sein, weil ich auch schon mal mit 53 Kilo 100 Wiederholungen gemacht und dafür habe ich noch nicht mal spezifisch trainiert. Wenn ich ein paar Wochen dafür trainieren würde, dann schaffe ich die 70 Kilo mal 100 auf jeden Fall locker, relativ locker. Besonders jetzt, weil ich jetzt die Ernährung jetzt noch mal, weil die Ernährung jetzt noch mal krass besser ist als damals. Und ich will auf jeden Fall dann auch irgendwann mit 100 Kilo noch 100 Wiederholungen machen. Das gibt's so auf YouTube zumindest auch noch gar nicht, dass das jemand mal gemacht hat. Mit 100 Kilo 100 Wiederholungen ist halt auch ziemlich krass. Vor 3 Jahren habe ich damit schon 35 Wiederholungen gemacht. Und da durch solche krassen Geschichten, das nennt sich Atemkniebeuge. In dem Wiederholungsbereich, also wenn die schwer sind und trotzdem viele Wiederholungen machst, also wenn die sehr, okay, sehr schwer war es nicht. Das ist richtig krass, davon habe ich auch die ganze Muskulatur und Masse an meinem Bein gekriegt von diesem krassen Training. Aber ich will das jetzt wieder nicht in die Länge ziehen. Das war Saftfastentag 21. Bis demnächst.